Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, Leute, wir gehen ganz mit großen Schritten auf den Winter zu. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben gut, ja, Geld oder Gold. So, guten Morgen. So, guten Morgen. Die Sonne scheint super duper. Ja, wir werden mal gucken. Oh, hier ist einiges reif. Sehr, sehr schön. Freue ich mich. Oh nein, wir haben schon wieder. Oh Mann. Nee, komm hier. Schnell das da. Ach Mann. So, komm, ein Apfel. Ja, guten Morgen, Nacho. So, da können wir noch mal ernten. Super duper. Das ist sehr, sehr gut. Sehr wahrscheinlich das letzte Mal für den Herbst. Vermutlich wird dann da nichts mehr reif werden. Schätze ich. Wir haben jetzt noch, ich weiß gar nicht, den wievielten haben wir heute. Müssen wir gleich mal auf dem Kalender noch mal gucken. Vermutlich nicht. So, komm. Da haben wir auf jeden Fall noch mal gut geerntet. Diese behalten wir auf jeden Fall. Die behalten wir. Das behalten wir. Und das. Hier haben wir noch zwei von, die können wir auch noch behalten. Apfel. Ich würde gerne mal Apfelgelee noch ganz viel machen. Und dass wir jedem einen Apfelgelee hier schenken können. Das fände ich cool. So, ich meine, als Apfelkuchenhof wäre es ja irgendwie cool, wenn wir jedem mal ein so ein Geschenk machen könnten. So, jetzt machen wir das hier so. Zack. Dann verkaufen wir das auch noch. Hier. Was ich auf jeden Fall auch machen möchte, ist für den Winter jetzt, dass wir so ein bisschen Ordnung hier mal in unsere Felder machen. Also, dass wir uns wirklich überlegen, wo möchten wir Pflanzen, also richtig Beete anlegen schon mal. Nicht so ein Durcheinander, wie wir jetzt gemacht haben. Das war ja jetzt hier halt das erste Jahr, okay, ne? Aber ja, alles so ein bisschen schön. Das würde ich gerne machen. Und so ein bisschen auch gucken, schon Platz machen, wo wir vielleicht noch einen Stall hinbauen können. Und auch, ich würde gerne so ein Bienenhäuschen auch noch gerne haben. Fürs nächste Jahr. Dafür brauchen wir aber diesen Ahorn-Sirup. Können ja gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob jetzt im Herbst da noch irgendwie man was aus diesen Bäumen da rausbekommen kann oder nicht. Könnte auch sein, dass das jetzt schon zu spät ist, vielleicht, ne? Ich weiß es nicht. So. Hoffen wir mal, dass das hier noch fertig wird. Ich denke mal, das hier werden wir sehr wahrscheinlich nicht nochmal ernten können. Vermute ich. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Apfel. Schwupp. So, das ist unser eingepflanzter Ahorn. Na, kleiner süßer Schnuckel. Hallo. So, dann wollen wir mal hier gucken. Ah, haben wir auch fertig. Sehr, sehr gut. Die Dinger finde ich gut zu essen, auf jeden Fall. Nehmen wir mal mit. So, weil einkochen können wir die ja leider nicht, ne? Jetzt gucken wir mal. Hat sich hier was getan? Nee. Aber eben, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das jetzt überhaupt noch geht. Im Herbst noch. Schön wäre es eigentlich auch gewesen, man hätte sich jetzt noch so ein Silo schon bauen können.
Aber naja, ne? Nee, die nehmen wir mal mit. So, wir nehmen auch mal. Ja, komm. Wir nehmen sie mit. Gucken mal erstmal auf den Kalender. Und ja, versuchen es vielleicht nochmal. Hier haben wir nichts. So weit, so gut. Da haben wir noch eine Haselnuss liegen. Schon gesehen. Sehr, sehr schön. Schwupp. Nehmen wir mal mit. Na, du? Jetzt gucken wir mal. Hier. Morgen hat George Geburtstag. Dem schenken wir eine Peperoni. Habe ich mir so gedacht. Der mag die ja. Vielleicht freut er sich darüber. So. Dann gucken wir mal. Ja, wir werden mal angeln gehen. So, er steht da. Komm, wir gehen mal hier oben. Hier ist doch irgendwo diese eine Stelle gewesen. Da werden wir mal gucken, da werden wir jetzt mal angeln. Guck, Hase. Ja, so. Hier war das doch irgendwo. Na, er steht da. Aber ohne Angel. Ach, guck mal. Nehmen wir natürlich mit, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Weil hier ist auch so eine Stelle, wo man sagen könnte, na, sollten wir vielleicht mal angeln? So. Ah, jetzt geht das los. Bitte. Wow, wir haben tatsächlich mal einen Fisch geangelt. Boah, der hat sich auch nicht so viel bewegt, ne? Sehr schön, sehr schön. Machen wir mal, hier ist so ein Blubbern. Kommen wir da hin? Na, nicht. Wow, wir haben tatsächlich mal einen Karpfen. Wow. Irgendwie wackelt der nicht ganz so viel, ne? Ah, das ist auch. Vielleicht haben wir ihn wieder verloren. Ja. Ah, das ist auch echt ätzend. Also, aber wir wissen, wie es geht. Jetzt schon mal be besser. Aber, naja, ne? Ja. Yeah, Grünalge. Ich würde so gern die Shorts finden. So, komm. Nun. Wow. Ist immer noch so blöd. 13 Energie, ein gewöhnlicher Teichfisch. Ich weiß nicht, einkochen können wir den, glaube ich, nicht, ne? So, komm, mach mal. Wow, letzter Versuch.
komm schon. Ach Mann, so, keine Lust mehr. So, komm, wir haben einen Fisch, juhu. Dieses Angeln ist echt nicht das, was ich mir so wünsche. Aber diesen Fisch, den wir jetzt eigentlich fangen könnten, haben wir auch nicht gefangen, ne? Ja. Naja. Naja, ne? So, dann werden wir mal gucken, haben wir das mal gemacht. Wir könnten den auch gleich hier in das Haus bringen. Machen wir aber nicht. Wir verkaufen den einmal. Ich glaube, einkochen kann man den nicht. Warum auch immer. Dann machen wir... Dann verkaufen wir den. Mal gucken, was der Fisch so bringt, ne? Ob sich das überhaupt lohnt, dieser Aufwand. Ach, guck mal, hier haben wir noch eine Beere. Schwupp. Nehmen wir mit. So. Hier haben wir sonst nichts. Können wir da eigentlich mal gucken hier? Nee. Ja, vielleicht irgendwie im Dunkeln, ne? Schätze ich mal. Dann können wir hier, jetzt sind wir hier bei dem Bad. Ach, guck mal, hier haben wir noch eine... Ach, zwei sogar. Na, Linus. Sammelst du nicht bei dir hier? So. Upp. Müssen wir auch noch den Korb finden. Ich würde das alles wirklich mal gerne finden. Da ist wieder der Forscher. Er forscht. So, jetzt wird schon wieder dunkel. Leider. Ja, dieses Angeln dauert ewig. Ne? So, komm, hier haben wir noch eine. Zack. Nehmen wir mit. Und zack. Oh, und sogar noch hier. Beeren. Immerhin. Dann haben wir doch noch ein bisschen was gefunden. Neben unserem super-duper Karpfen. so. Na, kleiner Wuffelmann. Hallo. Komm mal mit ins Haus. Nicht immer draußen schlafen. Wir gucken mal. Also ich glaube, die Pilze gingen ja auch nicht, ne? Wir behalten ihn erstmal einmal, versuchen, ob der geht. So. Zack, zack. Das. Und einmal das. Die nehmen wir wieder mit. Die verkaufen wir. So. Ach so, hier, so. So, gut. Einmal das und einmal das. Die behalten wir mal zu essen auch. Die sind, glaube ich, auch nicht schlecht. Angel packen wir. Ja, komm, vielleicht versuchen wir es morgen nochmal. Ich weiß es nicht. So, haben wir hier jetzt irgendwas? Tut sich da was? Na, sieht nicht so aus. Aber wie gesagt, es kann auch sein Herbst, ne? Da haben wir nichts mehr. So, komm. Morgen brauchen wir eine Peperoni auf jeden Fall. Die haben wir auch hier. Machen wir ein Geburtstagsgeschenk. So, dann komm mal einmal rein. Da ist er, unser kleiner Mann. Ach so, ja, genau, hier. Das legen wir erstmal rein. Wenn wir in die Mine gehen, dann können wir das mal mitnehmen. So. Gut, die Peperoni, die verschenken wir morgen. Zack, jetzt gucken wir mal. Keine anderen Sendung, also gucken wir Wetterbericht. Willkommen bei Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Es wird wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch. Ja gut. So, dann haben wir das geschafft. Dann werden wir morgen zum Geburtstag gratulieren und ja, wir werden vielleicht nochmal angeln gehen.
Vielleicht an der anderen Seite nochmal. Auf jeden Fall haben wir ganz gut gesammelt. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Ja, und das war der 23. Tag im Herbst. Guten Morgen. Ja, liebe Leute, wir werden jetzt hier wieder eine kurze Pause machen. Wir haben heute nochmal ein Geburtstagskind, wo wir wissen auch, wo wir ihn finden. Das ist sehr, sehr gut. Brauchen wir nicht suchen. Ich hoffe, wir finden ihn auch. Nicht, dass er dann auf einmal wieder irgendwo anders ist. Ja, und dann werden wir mal gucken. Vielleicht noch mal ein bisschen angeln gehen. Oder. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.